Hallo alle zusammen und herzlich willkommen hier im 39. Teil meines Mod-Specials. Und zwar möchte ich euch heute gerne ein ganz, ganz besonderes Fahrzeug repräsentieren. Es handelt sich hierbei um den Volkswagen Bulli, den ja, alten Bus aus den 60er Jahren. Ein wunderschönes, tolles Fahrzeug, kann ich nur sagen. Unheimlich praktisch, also für Festivals und so weiter wird er immer noch gerne benutzt unter den Liebhabern. Und ja, hier kurze Eckdaten, 273.000 Kilometer hat das Fahrzeug. Ich habe diesen Wagen hier im Spiel komplett restauriert, also wie man sieht, alles 100% wiederhergestellt. Den Wagen habe ich etwas getunter, serienmäßig, hätte dieses Fahrzeug 100 PS, ich habe ihn auf 144 PS tunen können und bezahlt habe ich für das Auto. Ich habe den vom Schrottplatz hergezogen. Ich meine, irgendwas um die 2800 müssen es gewesen sein und habe immerhin den Wert auf ja beachtliche 37.000 steigern können. Dann würde ich sagen, gucken wir uns einfach mal das Schätzchen aus der Nähe an. So sieht er aus. Wunderschön. Ja, diese Farbe ist nicht von mir kreiert worden. Der Wagen war so. Und ich habe einfach nur im Original Lack-Farbton nochmal nachlackiert. Da haben etliche Teile gefehlt bei dem Wagen. Und so sieht das Ganze aus. Ich habe den Wagen mit Schalensitze versehen, die irgendwie durch die hintere Lehne gehen. Das ist so ein kleiner Bug. Ja, da bitte ich um Entschuldigung, aber da kann ich wirklich nichts dafür. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns einfach mal das Schätzelchen von innen an. So sieht der Wagen aus mit Schalensitz. Cool, ne? Ja, hier noch Sportlenker. Den habe ich auch eingebaut. Also ursprünglich war gar kein Lenker drin. Ich habe ihn mit einem Sportlenker versehen. Ja, so sieht das Ganze hinten aus. Hier die Rücksitzbank. So. Bam, bam. Hier die ja, Kofferraumklappe, kann man das Kofferraum nennen, Ladefläche, kleine Ladefläche, Mini-Ladefläche. Naja, so sieht es auf jeden Fall von hinten aus, das Ganze. Da ist der Motor. Ja, hat einen Heckmotor, wie man sieht. Hierbei handelt es sich um einen Dreizylindermotor, den ich, wie gesagt, getunt habe. Hier, wie man sieht, Sportdrosselklappe, Sportansaugkrümmer, Sportzündkerzen, Sportzündspulen, Kraftstoffverteiler, auch modifiziert. Ja, sieht auch wunderschön aus, ne? Sportgetriebe, logischerweise. Also alles, was man als Tuning-Bauteile verbauen konnte, habe ich natürlich gemacht und konnte immerhin so den Wert von 100 auf 144 PS erhöhen. Und ja, so sah der Motor aus. Hier sind die schicken Felgen. Moment. Genau, so sehen die aus. Ja, das sind Chromfelgen. Durchmesser 17 Zoll, Reifenbreite 225, Reifenquerschnitt, der ist sehr, sehr gering, ich glaube nur 20, also das sind wirklich total ja, wuchtige, sportliche Räder, würde ich mal sagen, logischerweise mit den weißen Flanken, das wollte ich mit Absicht so, sollte ja klassisch sein und halt eben zu der gesamten Bulli-Stilistik passen. Dann würde ich mal sagen, machen wir doch... Ah ne, wir machen heute keine Probefahrt. Nee, wieso? Weil logischerweise von diesem Video, damit das Fahrzeug überhaupt so dastehen kann, wie es hier dasteht, habe ich es ja restaurieren müssen. Das könnt ihr euch ganz gerne im nächsten Video angucken. Und da werde ich natürlich auch sofort nach der Restauration eine Probefahrt machen. Und dann könnt ihr natürlich sehen, wie gut oder wie schlecht der Wagen ging. Oder auch geht, ne? Nach wie vor. Ja, dann würde ich sagen, das war so die kleine Mod-Präsentation für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Diesen Mod könnt ihr euch natürlich auch liebend gerne runterladen. Hierfür würde ich euch den Link in der Videobeschreibung hinterlassen.
Dort müsst ihr einfach nur draufklicken, den Mod herunterladen und ins Car Mechanic Simulator Spiel entpacken. Wie das genau funktioniert, steht auf der Website alles drauf. Und ansonsten noch der kleine wichtige Hinweis. Bei der Mod-Installation bitte ich euch vorher, alle Daten zu sichern auf dem Computer, sei es Lieder, Dokumente, alles, was euch halt eben wichtig erscheint, und auch die Spielstände, die auch bitte sichern, damit ihr keine böse Überraschung erlebt, weil nicht, dass so ein Mod irgendwelche Systemabstürze verursachen könnte. Ich habe das gelesen, dass es passieren kann, muss aber nicht, deswegen seid lieber da auf der sicheren Seite. Dann kann normal auch nichts schief gehen. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich euch ganz, ganz lieb bitten, mich zu abonnieren. Glöckchen drücken bitte nicht vergessen, denn dann werdet ihr immer schön benachrichtigt, sobald ich wieder was Neues für euch hochgeladen habe. Dann sage ich nochmals herzlichen Dank fürs Zusehen, wünsche euch alles Gute, passt auf euch auf und ich hoffe, bis bald wieder. Also, bis dann, ciao, ciao.